Das war schön, die Kogi zu sehen oder zu hören. Und ich sehe, ja, sie haben dieses uralte Wissen, das wahrscheinlich Jahrtausende zurückgeht, auf ihre Art und Weise in ihrem kulturellen Kontext beibehalten. Und auf unserer Reise habe ich gesehen, dass ihr euch noch manchmal versammelt, dass ihr manchmal noch Rituale macht, Zeremonien macht. Wir haben Erntedankfeste gesehen. Wir haben gesehen, dass es auch bei euch noch eine Kultur gibt, Danke zu sagen für die Nahrungsmittel. Das ist es, wie es hinterlassen worden ist. Das ist es, wie es unsere spirituellen Väter und Mütter gesagt haben, dass wir einen Ausgleich schaffen können, dass wir uns verbinden können, mit der Natur verbinden können, mit den Elementen, mit den Nahrungsmitteln verbinden können. Zeremonien zu machen, ist eine Art und Weise, einen Ausgleich zu fördern zwischen uns und der Natur. Ja, ich habe gemerkt, dass sie ein bisschen anders in der Welt sind als, sagen wir, die Europäer oder die normalen Amerikaner. Sie sind, man spürt eine Erdverbundenheit bei ihnen. Und das fehlt uns sehr, weil wir verschult sind. Anders als ihr hatten wir das Unglück, dass wir die Sierra Nevada de Santa Marta bekommen haben als unseren Lebensraum. Es gibt dort hauptsächlich steile Berge. Es geht immer entweder hoch oder runter. So ein bisschen wie im Südallgäu, ne? Und das Problem ist, dass wir einfach immer laufen müssen. Wir müssen immer hochlaufen oder runterlaufen. Es gibt keine Ebenen. Wir sind aber hier sehr, sehr viel herumgereist und haben euer Land kennengelernt und sehen, dass es sehr, sehr viel flache Fläche gibt hier in Deutschland. Und wir beneiden euch ein bisschen darum, denn man muss nicht irgendwie alles hochtragen oder runtertragen, sondern man kann einfach dorthin gehen und man kann einfach säen in der natürlichen Art und Weise und die Dinge anpflanzen. Und wir fragen uns, warum hat die große Mutter euch anscheinend vorgezogen? Und wir fragen uns aber auch, wo hat sie hinterlassen, dass ihr mit den Autos herumfahrt, dass ihr mit den Flugzeugen herumfahrt? Was ist das für ein Gedanke? Woher kommt ihr? Warum denkt ihr, dass das wichtig sei? Sie hat euch sogar hinterlassen, dass ihr mit Pferden reiten könnt. Sie hat euch sogar hinterlassen, wie ihr euch fortbewegen könnt und dass das etwas ist, was uns zum Beispiel nicht hinterlassen worden ist. Und trotzdem habt ihr die Sachen geändert. Und ich frage, woher kommt dieser Gedanke? Wer hat euch auf diese Idee gebracht? Die spirituellen Väter und Mütter haben gesagt, hier, meine Kinder, wir überlassen euch diese Erde, wir überlassen euch diesen Ort, dass ihr euch gut um sie kümmert. Wir überlassen euch diesen Ort, dass ihr die Berge nicht durchlöchert, dass ihr euch gut um die Orte, dass ihr die Orte gut hütet. Wie euer Haus, es ist wie ein Haus, was hinterlassen worden ist für euch, in dem ihr gut leben könnt. Und wir fragen uns, aber warum behandelt ihr es schlecht? Denn wir wissen ganz genau, zu euch wurden die gleichen Dinge gesagt, wie zu uns, den Indigenen. Was die Kogis sagen, ist wichtig. Sie erinnern uns an diese Verbundenheit, die eigentlich unser Geburtsrecht ist.